Hallo, heute ist der letzte Handelstag in diesem Jahr. Ich habe den genutzt, um mich nochmal bei zwei Unternehmen zu beteiligen, beziehungsweise meine Aktienbeteiligungen bei zwei Unternehmen auszubauen. Und eines davon ist Vonovia. Ich habe heute also nochmal 70 Stück Vonovia-Aktien gekauft. Ich möchte in dem Video erklären, wie ich da vorgegangen bin. Also ich versuche ja 80% meiner Ersparnisse eher in große, krisenfeste Unternehmen zu investieren. Darunter fällt Vonovia momentan mit der Krise am deutschen Immobilienmarkt nicht, aber auch 20% meines Kapitals einzusetzen, um Sondersituationen zu nutzen, wie sie meiner Meinung nach gerade bei Vonovia vorliegen. Ich möchte dann auch, ich habe meine kleine Liste vorher gemacht, was für Vonovia spricht, aber auch was dagegen spricht und wo die Risiken sind, das möchte ich in dem Video auch sagen. Ja. Also Vonovia eignet sich eben recht gut, um risikohafte Investments zu besprechen. Ich mache das auf dem Kanal etwas weniger gern, als wenn ich über meine Aktienkäufe von stabilen großen Unternehmen wie Pepsi Cola oder Unilever oder Nestle spreche, weil nach meiner Erfahrung, wenn ich doch in meinem Freundeskreis, wo jetzt viele Freunde und Bekannte schon seit 10, 15 Jahren am Aktienmarkt unterwegs sind mit ihren Ersparnissen, wenn wir da im Freundeskreis drüber reden, dann höre ich eher selbst nach 10 Jahren die Aussage, ich habe viel zu viel in stabile große Unternehmen investiert, wäre ich doch spekulativer unterwegs gewesen. Dagegen hört man relativ oft nach 10 Jahren, es ist überraschend, wie viel Gewinne man eigentlich mit Unternehmen, die relativ wenig Risiko haben, machen kann, und im Nachhinein gesehen bereuen also viele Leute, dass sie zu viel Ersparnisse versucht haben, immer antizyklisch anzulegen und Aktien zu kaufen, die vermeintlich gerade sehr günstig bewertet sind. Das ist also eher die Art, wo die meisten Leute eher etwas Performance liegen lassen. Nach meiner Erfahrung, deswegen versuche ich da eher den Fokus auf dem Kanal, auf diese eben großen Unternehmen zu richten, aber es gibt ab und zu schon Sondersituationen in Branchen, in bestimmten Ländern, die man nutzen kann, wenn Aktien also schon sehr stark gefallen sind. Vonovia ist in den letzten Monaten zum Glück ganz gut gelaufen. Ich habe die erste Vonovia-Aktie im März oder im April diesen Jahres gekauft, lag damit also schon 40% im Plus, habe aber heute eben nochmal nachgekauft, weil Vonovia von den historischen Höchstständen schon nochmal 60-70% darunter liegt, ja, und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass diese Höchststände in 2-3 Jahren auch wieder erreicht werden. Ich bin also Langfristanleger. Ich habe kein Problem damit, in Aktien zu investieren, die gerade gewisse Probleme haben. Vonovia hat Probleme, ich komme noch drauf, wo auch durchaus möglich ist, dass sie im nächsten Monat nochmal um 20% fallen. Wenn aber die Langfristperspektiven ganz gut sind und da das Chancen-Risiko-Verhältnis bei den im Vergleich zu vor 3 Jahren doch deutlich gefallenen Kursen ist bei Vonovia also durchaus meiner Meinung nach aktuell attraktiv. Ja. Es gibt gerade bei Anfängern ab und zu das Problem, diesen Fehler versuche ich also auch ganz gezielt, wenn ich über solche Aktien rede, nochmal darauf hinzuweisen, dass man in eine Aktie zu schnell einsteigt. Also zum Beispiel, ich habe einiges gespart und ich beschließe jetzt 2000 Euro davon in Vonovia zu investieren, eben keine schlechte Idee, habe ich ja heute in etwa so auch gemacht, dass man aber dann sofort mit allem einsteigt. Ja. Und dann fällt Vonovia vielleicht oder diese Aktie, die unter Risikoaktie fällt, noch einmal um 15% und dann kauft man nochmal nach. Und obwohl sich vielleicht die Geschäftszahlen verbessern, ja, fällt die Aktie noch einmal und dann kauft man noch ein drittes Mal nach und schwupps ist man eigentlich mit einem Betrag investiert, der deutlich größer ist, als man zu Beginn eigentlich gewollt hatte. Das passiert also manchen Leuten, wo die langfristige Strategie, das Risikomanagement nicht stimmt, sondern wenn man sehr impulsiv agiert. Und ich bin da eben ganz anders rangegangen. Ich habe das im Frühjahr erklärt. Ich habe im Frühjahr festgestellt, dass es meiner Meinung nach eine interessante Sondersituation am deutschen Immobilienmarkt gibt, ja, dass zahlreiche deutsche Wohnbaukonzerne sehr stark im Kurs verloren haben. Und ich habe mir dann für mich eine Summe beiseite gelegt, wo ich von vornherein gesagt habe, das ist das Maximum. Mehr investiere ich das nicht. So gehe ich also bei der Risikostreuung voran, egal was passiert. Bis dorthin investiere ich und nicht weiter. Und dieses Geld habe ich dann auf Häppchen aufgeteilt. Und darum gehen sich je nach Portionsgröße, die ich hier kaufe, 11 bis 12 Aktienkäufe
aus. Der Vorteil ist, wenn man so rangeht, automatisch, ja, man läuft nicht Gefahr, zu schnell zu viel zu investieren. Weil wenn ich weiß, die Durststrecke, ja, die Krise am deutschen Immobilienmarkt, die kann schon noch einige Zeit andauern, und das halte ich auch durchaus für realistisch, und ich habe insgesamt nur Kapital für 10 oder 11 Käufe, dann achte ich automatisch darüber, dass ich nicht heute kaufe, dann fällt die Aktie morgen um 3% und ich kaufe sofort nach. Und dementsprechend habe ich in den letzten 10 Monaten noch ungefähr 5 Mal bei Immobilienkonzernen zugekauft, also immer mit einem Abstand von ungefähr 8 Wochen, so dass ich also über mein Kapital über einen längeren Zeitraum strecke, so dass, wenn die Krise noch etwas länger dauert, ich nach wie vor Kapital habe. Und heute habe ich eben den fünften Kauf am deutschen Immobilienmarkt getätigt, auf diese disziplinierte Art mit genauer Risikostrategie. Habe also zum dritten Mal Vonovia-Aktien gekauft, und zweimal bin ich bei anderen Immobilienkonzernen in Deutschland eingestiegen. Warum halte ich Vonovia, obwohl ich zu den Kursen, wo ich im Frühjahr gekauft habe oder bisher gekauft habe, sogar schon 40% im Plus liegt? Das ist also sehr schön, wenn man im Schnitt nach 5 Monaten 40% Kursplus hat. Das ist also weit über dem Schnitt, den ich insgesamt in meinem Depot über viele Jahre habe. Ja, das ist auch ein Anfängerfehler meiner Meinung nach, der mir selber auch passiert ist, weil man irgendwo auch, teilweise ist da immer Glück dabei, sehr glücklich zum Tiefpunkt steigt, ja, und die Aktie ist schon 30% gestiegen, dass man dann Bammel hat, nachzukaufen, weil man damit den durchschnittlichen Kurs etwas reduziert. Das sollte man aber auch egal sein, ja. Es kommt nicht darauf an, was im Broker als Prozent davor steht, sondern es kommt am Schluss um die Summe an, die man insgesamt gewonnen oder verloren hat. Und bei Vonovia schauen also also eben vor allem, wenn ich es mit den Höchstkursen vergleiche, schaut der Kurs noch immer attraktiv aus. Ja, und jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Ich habe mir die also vorher auch rausgeschrieben, habe vorher am Nachmittag drüber nachgedacht, wie ich mit meinem Hund spazieren war, wie üblich, ob ich bei Vonovia nochmal zukaufe oder nicht, und habe also eine gedankliche Plus-Minus-Liste gemacht. Das mache ich also ganz gern. Was spricht für Vonovia? Für Vonovia spricht eine Eigenkapitalquote, also nicht unbedingt die in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapitalquote, aber wenn man sich die Verbindlichkeiten anschaut, wenn man sich den Wohnungsbestand von Vonovia anschaut und einigermaßen realistisch, also auch mit einer gewissen Sicherheitsmarge bewertet, dann dürfte Vonovia ungefähr mit einem Hebel von 50% gearbeitet haben. Also etwas anders als Signa, die gerade in den Medien sind und die eben wahrscheinlich keine sehr gute Investition für die Leute waren, die da Geld reingesteckt haben. Ich zum Glück nicht, ja. Aber bei Vonovia kann man also sagen, wenn Vonovia eine Wohnung im Bestand hat, ja, die 200.000 Euro wert ist, ja, dann hat Vonovia ungefähr mit 50% Fremdkapital gearbeitet. Und das ist doch eine ganz komfortable Marge. Aktuell, ich komme dann noch auf der Risikoseite drauf, haben wir gerade das erste Mal seit sehr langer Zeit Immobilienpreise, die in Deutschland auch nominal sinken. Also die Immobilienpreise sind in den letzten 12 Monaten in Deutschland in ungefähr 10% nominal gesunken, inklusive Inflation real, also sogar um etwa 15%. Ja. Das ist schon besonders, und das ist natürlich für einen Konzern, der sehr viele Wohnungen im Bestand hat, nicht vorteilhaft. Ja. Aber es zeigt schon, wenn man mit 50% Eigenkapital arbeitet, ja, und die Immobilienpreise gehen um 10% zurück, ja, dann hat man also noch immer eine sehr komfortable Eigenkapitalposition. Ja. Dass also die Schulden bei Vonovia in kürzester Zeit höher sind, ja, als der gesamte Wohnungsbestand an Wert zu haben, ist bei Vonovia also nicht ersichtlich, außer die Immobilienpreise fallen in Deutschland nochmal um 30%. Ja. Es gibt so vereinzelte Stimmen, die sagen, jetzt kommen Notverkäufe, damit kommt noch mehr am Markt, es gibt keine Käufer mehr und der Markt an deutschen Immobilien sinkt ins Bodenlose. Also wenn deutsche Immobilien nochmal 30% im Wert verlieren, dann hat Vonovia ein ganz real existenzgefährdendes Problem, aber das sehe ich nicht als realistisch, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass der Rückgang von 10% jetzt schon ziemlich das Maximum ist. Ich sehe zwar nicht, dass die Wohnungen in den nächsten 6 Monaten gleich wieder sehr stark in die Höhe gehen, aber
Ich glaube, dass wir eher so einen Tiefpunkt momentan erreicht haben. Was Vonovia geschafft hat, ist, dass sie einige Verkäufe durchgeführt haben und sie sind relativ langfristig verschuldet. Vonovia veröffentlicht also in seinem Finanzberichten, kann man sich auf der Unternehmenswebseite unter Investor Relations anschauen, Statements, wo sie also veröffentlichen, wie viel Anleihen nächstes Jahr, wie viel Anleihen übernächstes Jahr ausständig sind, wie viel sie da zurückbezahlen müssen. Und das schaut langfristig einmal ganz gut aus, dass Vonovia kein akutes Liquiditätsproblem hat. Auch deswegen, weil sie also in den letzten Monaten einiges an Wohnungen verkauft haben. Und sie haben einiges an Wohnungen verkauft in der Nähe von dem, wie sie die Wohnungen auch in der Bilanz drinnen haben. Ja. Da gibt es eine Kleinigkeit, die nicht ganz sauber war, auf die komme ich noch, aber insgesamt, dass sie also die Fähigkeit haben, auch in einem sehr schwierigen Markt, den wir aktuell haben, Wohnungspakete an Investoren zu verkaufen und Liquidität aufzubauen, spricht ebenfalls für Vonovia. Was auch für Vonovia spricht, warum ich heute nochmal ein paar Aktien gekauft habe, ist, dass, also jetzt pfeifen das die Spatzen eh von allen Dächern, dass immer mehr Leute mit einer nahen Zinswende rechnen oder zumindest, dass die Zentralbanken die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen, ja? Dass man also auf der Zinsseite Entspannung haben. Ja. Das sind also alles Gründe, die dafür sprechen, dass die Vonovia-Aktie eventuell die Tiefs schon hinter sich hat, ja, und dass sich die Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt in den nächsten Monaten wieder verbessern. Insgesamt bewerte ich die Plusseite natürlich auch stärker, sonst hätte ich heute nicht gekauft. Es gibt aber auch einige Alarmsignale bei Vonovia, eben noch einmal, ich habe das eingangs erwähnt, ich versuche mit 80% meiner Ersparnisse in stabile große Unternehmen zu investieren, wie zum Beispiel Nestle, wo ich sage, es ist kaum ein Szenario denkbar, wo Nestle in 5 Jahren nicht mehr existiert, in Konkurs gegangen ist oder auch nur keine Gewinne mehr macht. Ja. Bei Vonovia gibt es ja wohl Krisenszenarien, die bis hin zur Existenzgefährdung gehen könnte. Also das ist eine der Aktienkäufe, die unter spekulativ fallen. Und eins der Alarmsignale sind die Verkäufe. Also ich habe vorher erwähnt, dass Vonovia es auch in einer schwierigen Situation auf einem schwierigen deutschen Immobilienmarkt in den letzten Monaten geschafft hat, Immobilienpakete an Investoren zu verkaufen und Liquidität aufzubauen, so dass man die Refinanzierung oder das Auszahlen, das Rückzahlen der nächsten Anleihen in einer sehr guten Position ist. Was das Alarmsignal hier ist, ist, dass die Verkäufer meiner Ansicht nach nicht hundertprozentig sauber über die Bühne gegangen sind. Man kriegt hier nur zitterweise Informationen mit Interviews, wo dann doch die eine oder andere kritischere Frage gestellt wird. Also Vonovia dürfte bei den Verkäufen so vorgegangen sein, man verkauft ein Immobilienpaket, Hausnummer 20 Millionen im Wert, man findet einen Investor, verkauft ihm das um 18 Millionen, 20 Millionen steht es in der Bilanz, und man beim Verkauf oder wenn man nur einen Teil davon verkauft, prozentuell, ja, also 60% werden verkauft, 40% bleiben bei Vonovia von diesem Paket, regelt man beim Verkauf vertraglich, dass Vonovia sich aber quasi unentgeltlich die nächsten 3 Jahre für die Instandhaltung kümmert und die Hausmeister-Serviceleistung mit übernimmt. Ja. Auf die Art kann man den Kaufpreis höher machen, als er ohne dem gewesen ist. Also das ist ein bisschen spekulativ von mir. Man kriegt auch hier nicht alle Informationen, die ich gern hätte. Daher muss man ein bisschen spekulieren. Aber eben, wenn ich irgendwo investiere, dann schaue ich mir das sehr kritisch an. Und hier ist also der Verdacht, also wenn ich heute mein Eigentumshaus verkaufe und ich biete dem Verkäufer an, du kriegst eine Garantie, die nächsten Schäden für die nächsten 3 Jahre finanziere vollkommen ich, ja, dann kriege ich einen höheren Preis am Markt, wie wenn ich das Haus normal ohne diese Zusatzleistung verkaufe. Und das ist mein Eindruck, dass das Vonovia bei den Verkäufen macht und erzielt dann damit mit diesen Zusatzleistungen Preise, die nahe an den Zahlen in der Bilanz sind, ja, wie die Wohnungen in der Bilanz bewertet sind. Würden Sie das nicht machen, würden Sie das sauberer machen, dann wären die Verkaufspreise etwas niedriger, ja, und es wäre ein Indikator dafür, dass der Wohnungsbestand am Markt aktuell vielleicht etwas weniger wert ist,
als in der Bilanz. Das ist also ein Risiko, was für mich unter negativ fällt. Ja. Allerdings geht es hier um 10% oder so. Ja. Also insgesamt ist der Verkauf schon positiv, so wie Vonovia das gemacht hat. Vielleicht ist es vom Management her auch ganz clever, das auf die Art zu machen, aber man versucht sich auf diese Art im Rahmen des Legalen. Also es geht hier nicht um Bilanzbetrug oder irgendeinen ähnlichen Vorwurf, aber im Bereich des Legalen versucht man hier das Unternehmen bestmöglich darzustellen, den Immobilienbestand vielleicht ein Eck besser darzustellen, als er real ist. Was als Risiko auch noch gegen Vonovia spricht, dass es eher offensichtlich ist, das Statistische Bundesamt in Deutschland hat also vor kurzem die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und da sind die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland um 10% rund gefallen. Ist auch ganz interessant, in Österreich fallen sie um ungefähr 0,5%, also nach Inflation sind die Immobilienpreise auch zum ersten Mal seit vielen Jahren in Österreich gefallen. Das dürfte also auf die Zinswende zurückzuführen sein. Man kann aber hier schon auch sehen, dass der Heizungshammer vom Herrn Habeck ja real unglaublichen Wohlstand vernichtet hat. Noch tragischer, wenn das dann eh nicht umgesetzt wird, dann hat es überhaupt nichts gebracht, aber einen immensen Schaden verursacht. Also dass der deutsche Immobilienmarkt nicht nur nicht steigt in Zeiten von hohen Inflationsraten, sondern sogar real, nominal um 10% fällt, ist meiner Meinung nach ganz klar auf die deutsche Politik zurückzuführen. Das ist natürlich auch ein Risiko für die Zukunft. Aus der Ecke kann man den Leuten noch einiges an nicht vollkommen perfekt durchdachten Maßnahmen zutrauen. Und wenn ein Wohnbaukonzern wie Vonovia eben in Deutschland tätig ist und dort fallen die Immobilienpreise gerade um 10%, ist das natürlich ein offensichtliches Risiko. Ist eben meiner Meinung nach alles eingepreist. Wenn ich mir die Gesamtsicht anschaue, dann habe ich mich eben heute entschlossen, nochmal 70 Aktien von Vonovia zu kaufen. Aber man muss hier ganz klar auf die Risiken hin. Weisen, das ist sowieso keine konkrete Empfehlung im rechtlichen Sinn, sondern das ist die Art und Weise, wie ich meine Ersparnisse anlege und wenn das jemand bei seinen Entscheidungen hilft oder Ideen vermitteln kann, freut mich das, aber ich nehme für die Sachen, die ich hier sage, übernehme ich ohnehin keine Verantwortung. Die Aktien, die ich kaufe, können in 2 Monaten auch um 20% weniger wert sein, aber insgesamt spricht eben das Chancen-Risiko-Verhältnis durchaus meiner Meinung nach für Vonovia. Ich glaube also, dass auch relativ hohe Chancen da sind, dass wir den Tiefpunkt bei den Immobilienpreisen und in der Negativstimmung aktuell gerade sehen. Also die Signa-Pleite macht sicher nochmal einiges, dass die Krise am Immobilienmarkt, die massenhafte Konkurse bei Immobilienentwicklern, bei Baufirmen, das ist also schon problematisch, ich habe also auf dem Kanal öfter darauf hingewiesen, die Konkurse gehen in Deutschland, aber auch in Österreich generell in die Höhe, sind aber, wenn man es jetzt mit der Wirtschaftskrise 2009 vergleicht, insgesamt breit noch in einem Bereich, der zwar wehtut, der zeigt, dass die Wirtschaft nicht gut dasteht, der aber, also da haben wir 2009 auch ganz andere Zahlen gesehen, ja. Also von einer immensen Krise, oder so würde ich im Moment noch nicht sprechen. Im Bausektor schaut es anders aus. Da sind also über den Sommer einige größere Immobilienentwickler pleite gegangen, jetzt eben noch Signa dazu. Das zeigt also, dass der deutsche Immobiliensektor in einer Krise ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gerade wenn die Mainstream-Medien am breitesten darüber berichten, dass das eben auch schon der Tiefpunkt war, warum ich langfristig eher von steigenden Immobilienpreisen und mit langfristig meine ich wirklich in 2 Jahren durchaus nochmal möglich, dass im Frühling die Immobilienpreise nochmal etwas absinken. Vielleicht haben wir jetzt aber auch gerade einen Tiefpunkt und sie steigen dann wieder etwas. Aber warum ich davon ausgehe, dass die Immobilienpreise in 2, 3 Jahren wieder höher liegen, ist einfach schlichter, wenn man sich anschaut, Zuwanderung, ja, also die Bevölkerung wächst um 1,5%. Man stellt aber nur Wohnungen für zusätzlich 0,5% her. Die Leerstandsquoten sinken auf Rekord. Niedrige Niveaus, ja. Also wenn man einfach kaum mehr neue Sachen baut, auch weil Baufirmen, nicht zuletzt Signa, in Konkurs gehen und auf der anderen Seite wächst die Nachfrage aufgrund der offenen Krisen stark an, ja. Dann müsste es über kurz oder lang wieder steigende Preise bedeuten. Ja. Nicht zuletzt, wenn die Notenbank nachhilft und also sagt, sie muss jetzt die Zinsen wieder senken, natürlich, um die Staatsdefizite zu finanzieren und nicht um den Immobilienmarkt zu stützen, aber der Immobilienmarkt könnte also hier
wie schon nach der Griechenland-Rettung, also das Geld, das Griechenland gegeben wurde, Griechenland hat damit dann europäische Banken ausbezahlt und die haben es an Immobilieninvestoren weitergegeben. Also die Immobilienbesitzer waren nach der Griechenland-Rettung schon mal Kollateralnutzer dieser Geldpolitik und das könnte durchaus sein, dass das noch einmal passiert. Das war eben der Grund, warum ich heute noch mal in Vonovia investiert habe, ja, und mir noch ein paar Aktien gekauft habe, aber eben insgesamt das fällt unter Hochrisiko. Spekulation am Aktienmarkt insgesamt schauen, aber für mich eben das Kosten- oder das Preis-Nutzen-Verhältnis bei der Aktie ganz gut aus. Was ich bei Vonovia erwarte und ich glaube da eben, dass die Zentralbank nachhelfen wird, die Zentralbank wird also immer größeren Druck kriegen, um die Staatsdefizite zu finanzieren, wenn sie dann wieder die Notenpresse anwirft, dann wird es einen neuen Schub bei den Immobilienpreisen geben. Also wenn ein neues Whatever it takes kommt, wenn die Zentralbank sagt, in einer Krise finanzieren wir wieder die Staatshaushalte, dann werden das die breite Bevölkerung, wird es vor allem über teure Wohnkosten bezahlen müssen und für Leute, die dann im Immobilienmarkt engagiert sind, sind das natürlich ganz gute Rahmenbedingungen. Was ich also konkret erwarte bei Vonovia, das kann durchaus auch mal sinnvoll sein in einer akuten Krise, dass Vonovia auch nächstes Jahr die Dividende streicht. Ist vom Konzern noch nicht vorgesehen, aber wäre auch nicht dumm in einer Phase, wo Liquidität sehr viel wert ist. Aber auf viele Jahre gesehen glaube ich, dass ich bei Vonovia mit 1 bis 2 Euro Dividende je Aktie rechnen kann. Das bedeutet gut 5% Dividendenrendite. Das wäre meine langfristige Erwartung, die ich an die Aktie habe. Und deswegen habe ich eben heute noch ein paar Aktien gekauft. So, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.